Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dass wir alle Gewohnheitsmenschen sind, dürfte nichts Neues für Sie sein. Aber wie kann man Gewohnheiten, unerwünschte Denkmuster und Programme löschen oder sie zum Vorteil ändern? Hier kommt uns das 21-Tage-Phänomen zur Hilfe, das der Autor Michael H. Buchholz wunderbar in seinem Buch »Alles, was du willst« erklärt. Hören Sie sich das 21-Tage-Phänomen einfach mal an. Viele Menschen haben nach dieser Einsicht ihr Leben wirklich unglaublich positiv verändern können. Beherzige das 21-Tage-Phänomen. Ein anderer Name für Glaubenssatz ist Gewohnheit. Alle Gewohnheiten, die du im Laufe deines Lebens angenommen hast, sind Gewohnheiten geworden, weil du sonst nicht würdest überleben können. Stell dir einmal vor, du müsstest schnelle, lebensrettende Reaktionen, zum Beispiel im Straßenverkehr, erst bewusst durchdenken, ehe du handelst. Du wärst wahrscheinlich tot, ehe du damit fertig bist. Deshalb können wir automatische Reaktionen entwickeln, die blitzschnell, ohne nachzudenken, ablaufen. Am Anfang war das natürlich anders. Da hast du jede Phase deiner Reaktion durchdacht, analysiert, verbessert, sie immer wieder wiederholt, bis irgendwann aus deiner bewussten Steuerung eine automatische Reaktion geworden ist. Gewohnheiten nutzen denselben Mechanismus im Gehirn. Du nimmst deinen Stammplatz ein, ohne darüber nachzudenken. Du fährst dieselbe Strecke ins Büro, ohne darüber nachzudenken. Du isst sogar, ohne darüber nachzudenken. Du erledigst gewisse Dinge, meist Routineaufgaben, ohne darüber nachzudenken. Gewohnheiten bekommst du immer dann, wenn du bestimmte Dinge immer wieder auf die gleiche Art und Weise angehst. Mit anderen Worten, sie wiederholst. Du schreibst dir durch die ständige Wiederholung ein neues Programm, einen neuen Glaubenssatz, nämlich den, dass es richtig ist, diese Sache so und nicht anders zu erledigen. Und wenn du denselben Vorgang etwas mehr als 3 Wochen lang immer wieder auf die gleiche Art und Weise vollführst, hat dein bewusster Verstand keine Lust mehr, diese Sache minutiös zu kontrollieren. Und er delegiert sie an dein Unterbewusstsein. Fortan denkst du nicht mehr darüber nach. Du tust es einfach. Verhaltensforscher wissen inzwischen, du musst mindestens 21 Tage lang eine neue Verhaltensweise immer wieder bewusst auslösen, ehe der Vorgang an dein Unterbewusstsein delegiert wird und eine neue Gewohnheit als Programm angelegt ist. Nicht 19, nicht 20 Tage. 21. Das ist das 21-Tage-Phänomen. 21 Tage stellen wirklich das absolute Minimum dar. Je länger du dran bleibst, desto besser ist es natürlich und desto leichter wird es für dich. Willst du sicher gehen, so setze dir selbst eine längere Frist von 30, 60 oder auch 90 Tagen. Die Zahl der Wiederholungen arbeitet immer für dich. Viele schaffen allerdings nicht einmal diese 21 ersten Tage. Schaffst du sie, hast du dir selbst bewiesen, dass du auch 30, 60 oder gar 90 Tage dabei bleiben kannst. Wenn du also ein altes Programm, eine unliebsam gewordene Gewohnheit wieder loswerden willst, dann reicht ein einfacher Entschluss, ein ab heute nicht mehr, leider nicht aus. Solange dein altes Programm nicht komplett überschrieben, also durch eine neue Verhaltensweise ersetzt worden ist, behältst du das alte Verhalten und machst unbewusst weiter wie bisher. Darum beherzige das 21-Tage-Phänomen. Suche dir ein neues Verhalten aus, das du an die Stelle des alten setzen willst. Und dann steuere dich bewusst dazu, dieses neue Verhalten 21 Tage lang immer dann zu zeigen, wenn normalerweise dein bisheriges, automatisches Verhalten kommen will. Zu Beginn wirst du dich dazu zwingen müssen. Du wirst dich bei dem neuen Verhalten fremd fühlen. Es wird dir unangenehm werden. Je mehr Tage vergehen, desto schwerer wird es dir fallen. Und die Versuchung ist riesig, doch einfach das alte Verhalten weiter zu praktizieren. Was geschieht da? Dein altes Programm kämpft ums Überleben. Das ist alles. Deine alte Gewohnheit, die du dir ja irgendwann einmal mit viel Mühe angewöhnt hast,
fordert ihre Existenzberechtigung ein. Schließlich war sie jahrelang ein Teil von dir, hat dich unterstützt und jetzt soll sie vor die Tür gesetzt werden? Darum wird sie gegen den Hinauswurf ankämpfen, mit aller Macht. Die gute Nachricht ist, sie hat nur Energie für genau 21 Tage. Dann ist der Tank leer. Nichts geht mehr. Wenn du also mit deiner neuen Gewohnheit durchkommen willst, dann musst du nur einen Tag länger dabei bleiben. Denn am 21. Tag mag dein Verstand nicht mehr und entlässt die neue Gewohnheit ins Unterbewusstsein, wo sie fortan automatisch ohne dein Zutun ausgeführt wird. Belohne dich in den ersten 21 Tagen überschwänglich für jeden Tag, den du standhaft geblieben bist. Zeige der neuen Gewohnheit, dass sie dir von Herzen willkommen ist. Lade deine neue Gewohnheit ein, zu verweilen, und du wirst sehen, sie wird bleiben. Hier noch einmal eine kurze Zusammenfassung. Beherzige das 21-Tage-Phänomen. Erstens, jede Gewohnheit ist automatisiertes, an dein Unterbewusstsein delegiertes Tun. Zweitens, eine neue Gewohnheit nimmst du an, wenn du die gewünschte Verhaltensweise mindestens 21 Tage lang bewusst ausführst. Drittens, nach 21 Tagen erlahmt die Widerstandskraft der alten Gewohnheit allmählich. Sie gibt auf, weil ihre Beharrungskräfte je länger, desto mehr aufgezehrt werden. Viertens, je freudiger du die neue Gewohnheit begrüßt, desto sicherer hast du Erfolg. Wer sich intensiver mit dem Thema Mentaltraining und dem Unterbewusstsein beschäftigen möchte, dem sei an dieser Stelle das Buch »Alles, was du willst« von Michael H. Buchholz wärmstens empfohlen. Unser CD-Programm kann Sie tatkräftig dabei unterstützen, Ihren Gewohnheiten ein Schnippchen zu schlagen. Im entspannten Zustand ist es wirklich möglich, Ihr Unterbewusstsein direkt zu beeinflussen und Gewohnheiten zu überschreiben. Klammer auf, Autosuggestion oder auch Selbsthypnose genannt, Klammer zu. So wird es Ihnen vom ersten Tag an leichter fallen, die gewünschten Veränderungen vorzunehmen. Aber auch hier gilt das 21-Tage-Phänomen. Nur bei regelmäßiger, täglicher Anwendung können Sie dauerhafte Erfolge erzielen. Denken Sie an die Naturgesetze, die Sie leider nicht beeinflussen können. Wenn Sie heute Samen ausstreuen, können Sie morgen noch nicht ernten. Aber das heißt nicht, dass sich nichts entwickelt. Das Samenkorn braucht seine Zeit, bis es die Erde durchbricht und sichtbar zu wachsen anfängt. Denken Sie immer daran. Ein Grashalm wächst nicht schneller, auch wenn Sie daran ziehen. So, jetzt noch ein Info in eigener Sache. Wenn Sie eine Beratung wünschen, Fragen zu der Anwendung unserer CDs haben oder sich über eine Einzelsitzung erkundigen möchten, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Auch können Sie sich im Internet auf der Homepage www.mental-vital.de und auch im Shop www.mental-shop24.de informieren. Dort erwarten Sie Informationen, Hörproben, Termine zur kostenlosen Veranstaltung, Weisheiten, Humor und vieles mehr.